immer einen schönen Nachmittag alle zu haben. Der Raum ist für mich ganz neu, von daher werde ich hier wahrscheinlich ein bisschen orientierungslos durch die Gegend stampfen. Ich freue mich, dass Sie hierher gekommen sind. Ich freue mich, dass ich es auch geschafft habe, hierher zu kommen. Und dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, über das Thema Kalari-Marma-Therapie bezogen auf den Kopf reden zu können. Und apropos Zeit, das ist jetzt schon das erste Stichwort, da gab es so kleine Missverständnisse, wie lange der Vortrag eigentlich dauern soll. Ich hatte im Hinterkopf, zumindest meine Information war 70 Minuten und habe mir die ganze Zeit überlegt, wie schaffe ich das auf 70 Minuten runter zu reduzieren. Muss mich wirklich kurz halten, durch viele Dinge, die ich Ihnen eigentlich gerne sagen würde, durchhechten. Und jetzt komme ich hier an und höre, dass ich eigentlich 2,5 Stunden Zeit habe. Ja, bloß jetzt 2,5 Stunden daraus zu dehnen, ich denke, das ist eine Menge Theorie. Das will ich Ihnen dann doch nicht zumuten. Ich haste doch durch den Vortrag durch. Und Sie haben dann die Möglichkeit, nach dieser einen Zeiteinheit dann den Vortrag, Sie haben natürlich auch vor die Möglichkeit, aber dann besonders den Vortrag zu wechseln, also irgendwo anders hinzugehen. Ich werde dann noch eine Demonstration hier machen, wahrscheinlich erst nach diesem Wechsel, und setze mich hierher, und falls jemand eine Frage hat, stehe ich ihm gerne dafür bereit, dass wir dann locker noch irgendwie eine Diskussionsrunde. Ich habe halt die Zeit, und wenn Sie das Interesse da noch haben, aber Ihnen jetzt hier einen Vortrag zu halten, 2,5 Stunden, das wird dann doch ein bisschen viel. Kalari-Therapie des Marma-Nadi-Systems. So. Ich möchte Ihnen erstmal etwas über das Marma-Nadi-System erzählen. Über das Marma-System erzählen, bevor wir dann zur Migräne kommen. Also ich möchte erst einmal was über das Marma-System sagen, dann werden wir etwas über Migräne und wie wir im Kalari die Migräne verstehen, was das überhaupt ist. Und dann kommen wir auch zu Behandlungsmöglichkeiten. Vorweg aber nochmal etwas provozierend, schon fast die Aussage, dass ich behaupte, fast jede Migräne oder die meisten Migränen und Kopfschmerzen mit 1 bis 5 Behandlungen massiv lindern zu können. Also nicht nur ich, sondern es geht durch das Verständnis des Marma-Systems. Wie lange das nachhält, ist noch eine andere Frage, kommen wir später danach auch zu. Aber erstmal so, dass eben, wenn man mit dem Marma-System arbeitet, dass es eben möglich ist, ganz intensive Linderung, ich will nicht sagen Heilung, sondern Linderung und Erleichterung zu verschaffen. Ja. Und dass das ganze Problem der Kopfschmerzen, der Migräne eigentlich ein Abflussproblem ist. Was ist ein Flussproblem? Ein Problem von blockierter Bewegung. Das ist eben unser Verständnis davon. Und wenn diese Bewegung dann behandelt wird, nicht mehr blockiert ist, wieder fließen kann, dann gibt es eben auch Erleichterung. Das war, was ich möchte über das Marma-System, Punkte, Bahnen. Wir gucken ein bisschen in den Kopf rein, auch anatomisch, modern, um vielleicht die Punkte, Bahnen dort wieder zu finden. Migräne, Symptome und Ursachen, die Kalari-Therapie. Und dann haben wir es auch geschafft. Das Marma-System. Es gibt Marma-Yoga, es gibt viel über das Marma-System. Als ich vor gut 10 Jahren hierher kam und anfing, über das Marma-System zu sprechen, Workshops zu halten, gab es auch Aussagen wie, es gibt gar keine Marma-Therapie, von nordindischen Ayurveda-Ärzten besonders. So etwas gäbe es überhaupt gar nicht, Marma-Therapie. Die Marma-Punkte zeichnen sich dadurch aus, nicht therapierbar zu sein. Das macht den Marma-Punkt zum Marma-Punkt.